Hey Minecraft-Freunde, sieht niemals mehr Linienkoks in Berlin, als ihr Analogfotos macht. Status-Update. Wer kommt denn da? Status-Update. Ich bin jetzt vom Ostbahnhof hierher gescootet gerade, aber jetzt bin ich auch da. Genau, weil warum Bus fahren? Schön, dass du hergefunden hast mit dem Leim. Ja. Geil, Oman. Ja, dann komm doch mal mit. Wir kommen gerade aus McLaren's Bar. Ich bin überhaupt nicht getrunken, aber habe ziemlich viel Geld ausgegeben. Wir haben 170 Euro bezahlt. Irgendwie, ich habe auch das Gefühl, dass ich sehr nüchtern bin irgendwie für den Amount, den ich getrunken habe. Ich konnte jetzt auch noch nicht so stark im Mixer sitzen. Ja. Ich hab keine Lust Wir sehen uns morgen. Morgen ist Videodreh. Du trägst eine Sonnenbrille in der U-Bahn-Station. What is going on? Status Update nächtliches Bahnfahren. Can you check the cat? Ich hab Simon gefragt, was wir denn auf der Box hinten im Bus küssen. Aber Simon hat mir noch keine Antwort gegeben. Nani? Omae wa mou shinde iru. Ich küsse dich. Wir müssen um 10.15 Uhr losgehen, meinte Susanne. Das ist in einer halben Stunde. Brennpunkt Berlin. Wir nehmen die Bude da gleich hoch. Status-Update. Jo, wir machen uns jetzt zur Beachparty auf. Es ist früher Morgen. Ich glaube, Simon und Olli sind alle sehr müde. Wir werden jetzt gleich in die S-Bahn steigen und dann nach Zossen ballern. Und dort abgeholt. Ja. Zossen. Wir sind ein bisschen spät los. Ja, das ist kein partikulären Grund. Okay. Nein, da kommt gerade eine Bahn, die wir nehmen können. Status-Update. Wieder Polizeieinsatz in Berlin, weshalb die S-Bahnen nicht irgendwie richtig fahren. Und jetzt müssen wir zurück. Status-Update. Fahr jetzt hin zu der Location. Es ist ein bisschen voll. Machen wir eine große Pyjama-Party, wenn wir da sind? Pyjama-Party. Nein, es ist sogar Samstag. Geil. Ja, wir sind dann gleich da. Mal schauen, wie kuschelig es dann da am Strand wird. Ist das eigentlich legal? Was all this legal? Absolutely fucking not. Status-Update. Hallo, wir sind jetzt da. Bei Wasserskipark in Pfaffen. Wir carryen die ganze Zeit Equipment. Genau. Wir müssen gestehen, es regnet. Es regnet. It is raining. Die Regenschirme aufspannen. It is raining. Tja, es nieselt. Ich wollte gerade sagen, es ist nicht so wirklich Strandparty. Hey, wie cool sind bitte diese ganzen Dinger? Das ist so cool. Ich will das machen. Aber wir sind da, um Strandspaziergang, wie aus dem Bild. Oh mein Gott. Aber das ist auch ein anderer Vibe von der Party, oder? Ja. Krank. Da vorne sind alle. Status-Update, wir sind keine 5 Minuten drin. Oder hier. Warum haben wir das nicht gefallen? Simon ist direkt reingefallen. Ich bin so den Berg runtergelaufen und da so richtig freudig reingesprungen. Aber es ist so tief. Nach 10 cm so ein Meter tief einfach. Junge! Ja, ich B-Mann. Ja, ich weiß. Du wirst immer nass. Weißt du noch, beim Tankumsee mit der 11B? Da haben sie sich auch ins Wasser geworfen. Tankumsee mit der 11B? Ja. Yeah. Ich meine, es ist nicht warm. Ich finde auch, es, also, aber ich finde, es geht. Dadurch, dass die Außentemperatur nicht so... Ja, man hat nicht so die Wind. Oder? Man könnte jetzt reingehen. Finde ich auch. Simon hat es ja schon gemacht. Ich werde dich gerade beim Schwimmen filmen. Wieder rein. Selina wird heute safe im Wasser landen.
Ja, sehe ich genau. Ich habe alles nass gemacht. Selina hat mich so ins Wasser geschubst, untergedrückt und dann fast ertränkt. Deswegen bin ich komplett durchgenässt. Genau, deswegen. Selina hat es mit Mord begangen an mir. Selina. Da kommt Essen. Guck mal, die Aquaparknutzung und ein gültiges Ticket wird teuer, denn die Strafgebühr von 50 Euro. Simon, willst du mich ficken? Wir sind so lange schon im Surfen und es passiert immer noch gar nichts. Und wir sind hier an dem. Ich dachte, es war jetzt von so einer Poolparty. Mama, haben wir noch Poolparty zu Hause? Moritz, seit wann studierst du BWL? Gehen wir wieder in Berlin Mitte, wenn wir Pizza essen. Semester. Zeig mal, wie viel ist dein Auto fährt. Berlin Samariterstraße. Ein Kombucci für 500. Die Hose ist von Boss für 300. Achso, und Sonnenbrille von Louis CK. Ja, für 7000. Selina, wie? Wie findest du? Sieht absolut toll aus. Aber weißt du, ich habe auch keine Meinung. Weil du bist eine Frau. Solche Girlfriends hat man dann. Ich habe einfach nur ein pretty girl und ein Smile. And that's all I have to do. Boah, Simon, aber dein Outfit muss auch dokumentiert werden. Könnt ihr euch selber ausrechnen. Status-Update. Ich weiß gar nicht, wo ich gerade bin. Ich bin hier jetzt gelandet. Ja, I don't know what my life is. Heißt es dann auf einen Schluck. Ich weiß nicht, welche Entscheidungen in meinem Leben mich zu diesem Ort hier gerade gebracht haben. Wenn ich die Ruhe dann einfach cut. Status-Update. Wir hatten am Anfang ein bisschen Startschwierigkeiten und jetzt ist der Motor richtig warm. Und jetzt werden wir einfach nur eskalieren. Status-Update. Ich bin jetzt wieder umgezogen. Wir fahren jetzt gleich nach Berlin. Ja, wir hatten kurz Konflikt, ob wir jetzt noch hier bleiben, weil heute Abend hier so eine Beachparty ist. Und wir wollen aber auch gleichzeitig dringend Pizza essen und wir wollen auch Berlin noch sehen. Und das war so ein Dreieckskonflikt und wir haben uns entschieden, Pizza und Berlin noch. Okay. Ja, wir fahren jetzt. Genau. It's time to go. Wir gehen jetzt zurück von Beachparty, damit Simon seinen Zug am Ostbahnhof bekommt. Mal gucken, ob wir rechtzeitig kommen. Weil wir haben jetzt eigentlich ziemlich delayed. Ist wieder sehr. Ziemlich niemand fahren wollte. Ist wieder sehr hangry. Ich finde, ich weiß nicht, ob ihr darüber gerade gesprochen habt, aber ich finde, es ist eine der sehr ironischsten Situationen meines Lebens, dass ich nüchtern bin und fahren kann und jetzt das nicht ausnutzen. Das finde ich wirklich stimmt. Maybe without context, falls ihr da nicht drüber gesprochen habt, aber ich muss es sagen. Haben wir nicht. Aber ja. Auf jeden Fall sagen. Ja. Mal gucken, ob Simon seine Bahn bekommt. Wird spaßig. Die fährt in 25 Minuten, also es wird eng. Wir fahren jetzt zurück. Wir wurden lieberweise von Leuten mit dem Auto zum Bahnhof gefahren. Und jetzt fahren wir zurück. Simon fährt dann endgültig. Ich fahre endgültig in die Hölle. Status-Update. Hey, Status-Update. Simon fährt jetzt. Oh. Junge, da geht's ja raus. Wild. Hey guys, keep watching Vox Pop Central on City TV. Bye bye. Alright, you are still watching Vox Pop Central. My name is Tajuddin and I have these amazing guys. What's your name? My name's Tom. Hi. Tom. Yes. Tom, hi. Hi. What's your name? Jacob. Jacob. Hey, my name is Tim. Tim. Alright, okay, I'll start with Tom, okay? Tim, I'll start with Tom. Alright, Tom, what's the biggest planet on Earth? Come again. What's the biggest planet on Earth? Isn't Earth a planet? It is. Yes. I see. Yeah, I learned that in school, I think. Yeah. So, what's that sickness with guys when, you know, they feel pain while urinating? It can have very, very, very various reasons, but one of the reasons is if you have bladder stones. That means if some of the minerals in your bladder, they start accumulating and you have not enough fluid, then it starts compiling and you have pain when urinating. Do you have issues? Do you need... No.
Hello. Are you okay? I'm okay. I'm very okay. Some context at the hospital. No, I'm very okay. I can call them right now. No, don't go. Are you sure? Let's do the interview first. Okay. After the interview. Yeah, so, but okay. What's the name given to that sickness? Weatherstone. Status Update. Es ist 2 Tage, nachdem ich in den Zug in Berlin gestiegen bin. Und 3 Stunden, bevor wir in den Zug nach Köln steigen und dann in den Flieger nach London. Wir haben wirklich gestört viel heute getan. Und es ist auch wirklich immer noch gestört viel auf dem Programm. Und es ist wirklich gestört wenig Sicht und gestört viel Regen. Ich habe noch nicht gepackt. Weder für Dänemark noch für London. Mhm. Ich muss noch ein Paket wegbringen, ich muss noch einkaufen. Unsere Waschmaschine in der Wohnung ist kaputt, da kommt gleich nochmal Vater und guckt sich die an. Status Update, es ist 22:08 Uhr. Wir sind in Bad Oeynhausen. Da ist das abartig Spinnenleben, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Da sind auch wirklich abartig viele Spinnen drin. Jesus Christ. Also mit Glück. Guck mal, da hast du wirklich jetzt jemanden alarmiert. Ja. Wir haben vorhin aufgrund eines Plant-Based Burgers und Plant-Based Nuggets beinahe unseren allerersten Zug in einer langen Reihe von Zügen verpasst. Aber es ist noch alles gut gegangen. Ich bin sehr müde und ich habe so ein Reisegefühl. Ja, kein Grund zur Sorge. Wir fahren nur noch 8 Stunden. Status Update, wir haben uns umgesetzt. Und dann haben wir erstmal das gesehen. Und so aktiv. Die stehen nicht, die krabbeln an, wenn Zug durchfährt und richtig schmackes, dann wackeln die so an der Wand. Und dann gehen die auch so runter und das ist halt direkt über dem Platz, auf dem wir saßen. Und fanden wir dann nicht so toll. Hallo. Irgendwie hat es gerade abgebrochen nach 7 Sekunden. Wir haben 3 Minuten weiter geredet. Fazit: Wir sind gerade in Essen angekommen, steigen in Düsseldorf aus. Es ist komplett leer, es ist super spät, wir sind langsam müde. Vorräte gehen zur Neige, aber reichen definitiv noch aus für die 7 Stunden, die wir noch unterwegs sind. Oder 6,5. Und in Düsseldorf steigen wir jetzt gleich um nach Köln. Und in Köln steigen wir dann um nach Köln Flughafen. Und wir sind schon eingecheckt und müssen kein Gepäck aufgeben, weil das unser gesamtes Gepäck ist. Das heißt, wir haben am Flughafen dann 4 Stunden Zeit, um durch die Sicherheitskontrolle zu gehen. Ich habe eine kurze Hose an. Das war nicht smart. Ist sie kalt eigentlich? Ja, ich dachte gerade eben schon, dass ich mich vielleicht mal umziehe im Zug, aber dann dachte ich doch nicht. Hast du eine lange Hose dabei? Ja. Und das ist ja auch wirklich eher eine Seltenheit, dieser Fall. Niendorf. Ja, gut. Das war ja noch, ich sag mal, im Frühling. Regen. Da habe ich sogar auch noch ein schönes Video, was ich hier mal einfach mal reinschneiden kann. Status-Update? Oh, no. Es war ein schöner Strandtag. Und jetzt legen wir uns an den Strand. Wollen wir mal auf die Seebrücke vielleicht? Ja, nein. Wir haben den Strand. Wo hast du deine Jacke eigentlich? Im Auto. Oh Gott, Junge, Junge. Hatten wir da vielleicht eine kurze Hose an und keine Jacke dabei? Naja, aber um eine Jacke geht's jetzt nicht. Wir verrückten Atzen könnten jetzt auch einen kranken Abbieger einfach mal machen. Weil auf dem Gleis parallel zu uns geht's einfach nach Paris. Also die Wahl ist jetzt zwischen Köln und Paris. Status-Update. Wir sind am Flughafen angekommen. Wir laufen die ganze Zeit an wirklich gottverlassenen Gruppen vorbei. Es ist jetzt 2:30. Der nächste Zug hier, auf den alle hinter uns hier warten, fährt nach 7:30. Sah noch wirklich nicht so aus, als wären sie hier erst seit 20 Minuten. Der eine Typ hat wirklich so selig geschlafen. Das habe ich noch nie gesehen. Ja, der muss da seit, so selig. Der muss wirklich seit 3 Stunden da schon liegen. Und jetzt machen wir uns auf die Suche nach unserem Terminal und dann warten wir nochmal 3 Stunden. Wir hatten gerade auch ein kleines Müdigkeitsteam. Aber wer mit geschlossenes. Wir es mit Alkohol überwinden werden.
Okay, Status-Update. Wir sind so früh, dass unser Flug noch nicht mal gelistet wird in den Abflügen. Das ist extrem belastend, weil jetzt haben wir keine Ahnung, zu welchem Gate oder zu welchem Terminal wir müssen. Ja, mal sehen, wie es jetzt für uns hier erstmal weitergeht. Status-Update. So langsam hat man so einen Kreis von Menschen gefunden, die genau solche Leichen sind wie man selbst. Oh Gott. Die mit einem eingecheckt sind. Das sieht ganz verrückt aus. Und dann gibt es noch die Businessmänner, die so richtig fit hier lang gehen. Es ist inzwischen 16:30. Unser Flieger geht in 2 Stunden. Ich bin richtig müde. Wir haben eine Flasche Wein getrunken. Simon hat eine Flasche Wein getrunken. Ich habe 2 Schlücke von dem Wein getrunken. Ich bin extrem müde. Simon und stand du? Hier wirklich gerade wie so ein... Ich kann es gar nicht beschreiben. Ich kam... Mein... Ich stand hier wie ein Gott. Ich habe mich gerade absolut enthusiastisch zu C72 gesetzt. Abflugsteig. Abflugsteig. Ich weiß gar nicht, was damit gemeint ist. Ach, Abflugsteig. Wie nennt man das denn? Nennt man das nicht einfach? Unser Abfluggate ist D80. Simon ist richtig betrunken. Es geht. Es geht. C50, C61, sind wir in die falsche Richtung gelaufen? Es ist so spät. Die Sonne geht gleich auf. Wie müde bist du? 8. 8? Okay. Und du? Ich bin nur noch bei einer 5. Echt? Mhm. Ja. Es ist total faszinierend, dass es da noch Nacht ist und da schon Morgen. Dunkel, hell. Wow. Status Update, wir sind gelandet. Es ist 8. Wir können erst um 13 Uhr in unser Hotelzimmer, Apartment. Es sind 5 Stunden. Nicht geschlafen. Wir sind extrem müde. Wir sitzen jetzt im Stansted Express. Fast eine Stunde in die Innenstadt. Wir haben schon Zähne geputzt am Flughafen, wurden komisch angeguckt. Ich wurde so komisch angeguckt. Ja, ich auch. Wir haben es nach London Innenstadt geschafft. Boah, das ist richtig geil. Ja, aber es ist auch wirklich so früh und so Müdigkeit in meinem Kopf. Bei mir ist es wirklich viel besser geworden. Status-Update. Wir waren gerade bei Black Sheep Coffee und es war richtig geil. Wir haben beide einen super leckeren Smoothie gesoffen. Der hat wirklich jede Lebensenergie in mir, die schon verschollen galt, wieder zum Leben erweckt. Das unterschreibe ich. Es war auch teuer, so für 2 Getränke, 11 Euro. Kann man machen. Aber das war richtig, das war so eine richtige, ich würde es fast mal vergleichen mit so einem Y-Food. Das war eine vollwertige Mahlzeit. Das da war alles drin, was man braucht. Wirklich hervorragend. Und dann kam es noch hervorragender. Ich habe nämlich mal meine Mails gecheckt und unser Vermieter vom Airbnb hat uns geschrieben, dass der Check-in, der eigentlich um 13 Uhr wäre, deswegen wir jetzt seit 4 Stunden warten, auch um 9 schon geklappt hätte. Auch ein kleiner Krampf, weil so, wir können jetzt schon seit 3 Stunden schlafen, aber wir schlafen jetzt trotzdem 2 Stunden früher als eigentlich gedacht. Und das ist auch schon ein Big Win. Applaus wert. Status Update. Wir sind angekommen vor 5 Stunden und wir gehen jetzt los. Wir haben ein bisschen geschlafen. Das ist unsere Wohnung. Mit krankem Ausblick auf eine Straße. Das Bad war komplett geflutet, als wir angekommen sind, weil das Fenster offen war. Es hat richtig doll geregnet. Als wir angekommen sind, waren wir wirklich bis auf die Knochen durchgeweint. Oh, fucking do it again! Schlafzimmer. Und jetzt atzen wir los zur Bahn. Es sind so viele Leute. Digga, es sind so viele Leute. Es ist sehr laut. Wir mussten einmal das ganze Stadion nur rumatzen. Und jetzt sind wir hier in der Red Zone.
Und jetzt ist Sicherheitskontrolle. Geht ja sogar bis da, also bis kurz dahinter. Das ist so nah. Gleich Spaß in der Bahn, das wird so voll werden. Es ist Zeit, die Masken auszupacken. Status-Update. Wir haben die volle Bahn überlebt. Wir mussten auch nur 4 Stationen oder so fahren. Und jetzt gehen wir zur Wohnung, das ist noch 4 Das Minuten. Ist diese Straße ganz weit noch geradeaus und dann irgendwann links. Morgen müssen wir müssen noch gucken, wann wir morgen auschecken. Und dann fahren wir morgen schon wieder weg. Roadtrip quer durch Europe. Vielleicht jetzt Paris Nord. Status-Update, wir sind in Hannover? Nee, in London. Talia hat Schluck auf. Da ist eine rote Telefonzelle, da auch. Pelikan. Diesmal wirklich. Ach du Scheiße. Bitte töte mich nicht, man. Da vorne kommt gleich eine rote Telefonzelle und da habe ich mal ein richtig beschämendes Bild mit Moritz vorgemacht. Das blende ich jetzt gerne mal ein, wenn ich es finde. Fuck you, Digga. It's raining cats and dogs outside. Aber Regen ist schön. Regen ist gut für die Natur. Für alles. Ja. Ich bin auch ganz stark. Ja. Und London halt. Wir müssen halt auch noch irgendwie zum Flughafen kommen. Also, wir sind gerade in die Themse gesprungen. Es regnet wirklich wie Arsch. Also, wir hätten wirklich auch in den Fluss springen können. Es würde keinen Unterschied machen. Überleben. Das ist so ein Shawshank Redemption Regen. Wir müssen nur noch über diese Brücke jetzt laufen und dann 2 Kilometer in die Richtung weiter. Und dann sind wir da. Eventuell müssen wir uns irgendwo unterstellen. Status-Update. Wir haben ja richtig gekrampft mit dem Check-In. 3 Stunden vorher kam keine Mail. Und dann haben wir schon richtig gekrampft. Dann ist jetzt diese Schlange zu dem Airline Support Center. Ich habe mich in der Zeit mit diesem Apparat hier auseinandergesetzt. Und das ging so zackig. Und jetzt haben wir einfach über diese Automaten die Boardingkarten bekommen. Da muss man so seinen Reisepass einscannen. Und dann kommt da die Boardingkarte raus. Und das hat wirklich so flawless geklappt. Und jetzt pfeffern wir uns da direkt rein und föhnen dann jeweils 1 Stunde unsere Schuhe. Im Klo. Wir pfeffern uns rein, dann warten wir. Ja. Noch 2 Stunden bis zum Boarding. Status Update, wir sind angekommen in Copenhagen. Es ist 2:30 inzwischen. Gerade aus der Security raus.
Und die beiden anderen Azis sind auch schon da, aber die holen jetzt nochmal hier, die bezahlen das Parkticket. Und dann fahren wir jetzt noch eine Stunde zum Haus. Sein Weg gehen. Simon ist krank, Anna ist krank, ich habe eine sehr schlimme Blasenentzündung, aber wir machen das Beste draus. Und Jonathan ist gesund. Ja. Bist du noch gesund? Ja. Noch? Bist du noch gesund? Naja, ich habe nicht so abwegig die Frage, meine lieben Leute. Status-Update. Wir simulieren gerade unsere Rückfahrsituation morgen. Und ich glaube, so mag irgendwann unbequem werden, aber was ist das da noch auch ziemlich geil, weil man nicht so, man kann nicht falsch einschlafen, weil überall, egal wo man hinrollt, hier sitzt dann ja auch noch jemand. Status Update. Mhm. Wir singen schöne Lieder, wir haben schönen Ausblick. Mhm. Die Welt ist gut. Physik ist gelöst. Physik ist gelöst. I'm okay. I'm very okay. Some context at the hospital. No, I'm very okay. I can call them right now. No, don't go. Are you sure? Let's do the interview first. After the interview. Yes, so, but okay. What?